das beste Frühstück überhaupt hier. Das sind nämlich Haferflocken und Granulat. Und eine Tasse Tee. Mega gesund, glauben wir zumindest. Und günstig. Und wir sehen fertig aus. Das ist korrekt. Weil, also wie spät ist es jetzt? 6:32, aber wir sind schon seit einer Stunde wach. Ja. Sind jetzt gerade noch im Zimmer. Sieht richtig cool aus, guck mal. Ja, voll schön. Mega hell hier drin. Wir sind nämlich gerade in Cusco. Der Ausgangspunkt zum berühmten Machu Picchu. Warum wir so früh wach sind, dazu mehr gleich. Wir müssen nämlich jetzt los. Mal wieder ein bisschen spät dran, ne? Viertel vor sieben, ey. Wir werden noch zu richtigen Frühaufstehern hier. Weil es heute Richtung Machu Picchu geht. Die berühmte Inka-Stadt hier in Peru, die ja noch so gut erhalten ist, mit zu den 7 neuen Weltwundern gehört und so weiter. Und es gibt verschiedene Wege, da jetzt hinzukommen. Also die beliebteste Variante ist eigentlich so einen Trek zu nehmen, den berühmten Inka-Trail. Das ist der Weg, den immer die Inka damals auch gegangen sind. Oder den Lares-Trek oder Salkantay, irgendwie, da gibt es so ein paar verschiedene. Die dauern 4 Tage. Das Große aber ist, dass es ungefähr ab 200 oder 300 Euro aufwärts kostet pro Person. Und reservieren muss man auch noch vorher. Und das ist nicht nur so ein paar Tage, sondern am besten so 5 bis 6 Monate vorher. Das ist ja so gar nicht unser Ding, ne? Variante Nummer 2, um zum Machu Picchu zu kommen. Das ist ein Zug, der hier fährt. Der wurde extra hier für Machu Picchu wurde der gebaut, die ganzen Bahngleise. Heißt da, glaube ich, Peru Line oder Machu Picchu Express. Der ist aber auch gesalzen, was die Preise angeht. Fangen bei 100 Euro, fangen die, glaube ich, an, die Preise. Und der fährt bis Aguascalientes. Das ist praktisch der letzte Ort, bevor man hoch zum Machu Picchu kann. Eine lokale Variante gibt es natürlich auch von dem Zug, aber da dürfen die Touris nicht rein. Und da gibt es noch eine dritte Variante. Und zwar steigt man in Cusco in so einen kleinen Minivan. Der fährt bis zu Hydroelectrica. Das ist ein Wasserwerk, glaube ich, eigentlich nur. Und dort ist die letzte Station des Zuges, wo man noch zusteigen kann. Entweder steigt man in diesen Zug und fährt nach Aguascalientes, um von dort zu Machu Picchu zu kommen. Oder aber man spart sich auch das Geld und läuft einfach 2 Stunden die Bahngleise entlang, um dann im Aguascalientes anzukommen. Und genau da sind wir jetzt. Hier ist der Zug, wo jetzt die meisten einsteigen. Was wir jetzt machen, ist, hier einfach die Gleise abzulaufen. Das dauert ungefähr 2 Stunden. Dann sind wir in Aguascalientes, dann schlafen wir da, um dann um 4 Uhr morgens aufzustehen und selber zu Machu Picchu zu laufen. Wir schlafen da. Ja, also, da laufen wir jetzt mal los. Und jetzt sind wir ja, auf den Schienen unterwegs. Aber das Abenteuer wird ein bisschen dadurch genommen, dass hier wirklich sau viele Leute sind. Das ist eine ganze Karawane gewesen. Wir dachten, wir sind so einer der wenigen, die das hier machen. Ne, es sind sau viele. Hier rechts, ne? Jetzt müssen wir aber ehrlich sein. Wir hatten eigentlich nicht so Bock auf Machu Picchu. Woran das liegt, nicht an Machu Picchu selbst, sondern eigentlich nur daran, dass wir im Norden so viele Reisende getroffen haben. Also ich würde echt fast sagen 80% oder so, die gesagt haben, Machu Picchu mache ich nicht. Oder ich habe Machu Picchu gemacht und es war total enttäuschend. Nicht nur, weil es sau teuer ist, sondern weil auch so viele sagen, dass das so vom Massentourismus schon so krass überlaufen ist, dass man sich da nur auf den Füßen steht, dass man gar nicht genießen kann. Zuerst dachten wir so, ja, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder so. Ja, und dann haben wir auf einmal Artikel gelesen, von wegen, also echt krass, finde ich, dass die halt überlegen, tatsächlich dem Machu Picchu den Titel des eines der 7 neuen Weltwunder zu entnehmen, weil es schon so zertrampelt ist, schon so kaputt gemacht wurde von Touristen und dass es den Titel halt quasi nicht mehr verdient. Und ein großes Problem dabei ist, dass hauptsächlich das Geld gesehen wird und dass mehr Tickets verkauft werden, als eigentlich erlaubt werden. Wir haben jetzt im Norden viele Leute getroffen, die gesagt haben, Machu Picchu, ne, das machen wir nicht oder haben wir geskippt. Nicht, weil die sich nicht dafür interessieren, für die ganze Geschichte der Inkas, sondern einfach, weil es sau viele andere Inka-Stätten gibt, die aber einfach nicht so bekannt sind. Wir laufen übrigens gerade schon neben Machu Picchu her.
da oben ist es. Das Geile schon. Ist, das weiß hier keiner gerade, nee. Die laufen alle vorbei. Das ist schon hoch, ne? Nee, ich hab's noch höher eigentlich erwartet, aber es ist jetzt schon ein cooles Gefühl zu wissen, dass man jetzt hier einfach hier unten neben Machu Picchu herläuft. Hola. 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 Alemania. 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 Ciao. Übrigens direkt mal ein Tipp vorweg. Ich habe hier nicht langärmlich an, weil es so unglaublich kalt hier ist. Es ist arschwarm gerade hier. Aber hier sind so viele kleine Viecher unterwegs. Das sind keine Mücken. Das sind wie so Obstfliegen sind das. Aber wenn die dich auf die Haut setzen, die stechen direkt zu. Falls es auffällt, ich bin trotzdem nicht langärmlich. Ja, weil sie hat nämlich ihrs vergessen. Hey, stimmt gar nicht. Ich habe einen Pulli dabei. Hier. Aber Mückenzeugs mitnehmen. Ja. Hier, so hat der Zug ausgesehen. Mit solchen Sitzen. Warte, ich bin jetzt ein bisschen zu klein. Ich halte mal die Kamera hoch. Immer noch zu klein. Ihr seht, wie es da drin aussieht vor uns. Aber Geld gespart. Spar ja. High Five. Ja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt entschieden, es doch zu machen. Also Machu Picchu, wir müssen echt sagen, wir waren 90%, oder? Wir waren fast zu 90% davor, zu sagen, komm, lass das skippen. Weil uns alle da so schlecht geredet haben irgendwie. Und dann dachten wir, ne, wir sollten unsere eigene Meinung bilden. Das Coole daran ist jetzt, dass wir eh das Schlimmste jetzt erwarten und dass es allein deswegen nur schon besser werden kann. Kann nur gut werden. So, 4 Uhr morgens. Wir gehen los zum Machu Picchu. Also so früh. Der Grund, warum wir übrigens so früh los wollen, ist, weil es hier von der Stadt einen Bus gibt, der zum Machu Picchu fährt. Das sind jetzt noch ungefähr ein paar Kilometer. Und wir wollen halt da sein, bevor der Bus da ist. Und jetzt guckt euch mal jetzt schon die Schlange an. Ja. Der fährt in 1,5 Stunden erst los. Ja, wie man sieht, wir sind nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Oh, ist das krass. Weil das Schlimme ist, wir sind eben noch überhaupt nicht gelaufen, großartig. Wir dachten eigentlich, dass um 5 Uhr das Tor oben aufmacht, nachdem man die 2 Stunden gelaufen ist. So ist es aber nicht, das Tor ist unten. Und das macht erst um 5 auf. Also haben wir da jetzt 40 Minuten gewartet. Und noch ein Tipp, wenn ihr hingeht, vergesst nicht euer Ticket und euren Ausweis. Da unten stehen nämlich die Ersten mit ihren knatschigen Gesichtern. Hey, ist schon blöd gelaufen, wenn du jetzt hier hingehst und dann stehst du morgens so früh auf und hast was vergessen. Was sagst du zum Track? Voll. Voll und steil. Die Europäer alle fertig und die Peruaner laufen an der Seite von vorbei. Wir sind Europäer. Machu Picchu. Es hieß, bis 8 Uhr ist es noch relativ ruhig und dann kommen die Massen, weil der Zug dann auch ankommt, dessen Gleise wir ja abgelaufen sind gestern. Muss schon sagen, obwohl wir mit so vielen Leuten angekommen sind, jetzt gerade verteilt es sich einigermaßen. Ja. Also man findet hier echt mal zwischendurch ein ruhiges Örtchen. Das stimmt. Und kann echt ein bisschen genießen. Außerdem, die Lamas ziehen eh alle an, die rennen alle sofort zu den Lamas. So geil. Die sind echt cool. Aber es ist 7 Uhr morgens. Also ich bin noch nicht so richtig wach, aber es ist der Hammer. Es ist beeindruckend, es ist richtig cool. Aber ich glaube, so in 2 Stunden raff ich's dann. Das ist schon krass, wie gut das erhalten ist hier. Aber am beeindruckendsten ist eigentlich die ganze Kulisse. Machen hier ein kurzes Päuschen zusammen mit ein
Palamas. So, jetzt sind wir mittendrin hier. Perfektes Beispiel, wie krass sie die Steine Millimeter für Millimeter genau als Mauer gebaut haben, wo nichts mehr dazwischen passt. Von da oben können wir gerade runter. Da oben kriegt man nämlich dieses klassische Machu Picchu-Foto, was alle kennen. Guck, das sah aus, als wenn wir mega weit über der Stadt stehen würden, wenn man jetzt hier unten steht. Ich finde, die Bilder sahen immer so aus, als ob die voll weit von der Stadt wegstehen. Hatte ich schon Angst vor, so weit zu laufen. Hier hat der ganze Track gestartet und dann ist der Bus, ist hier Schlangenlinien hochgefahren bis hier oben hin. Und der Track, der geht einfach hier gerade durch die Buslinie. Und hier hinten, da um die Ecke, da ist Aguas Calientes. Das Krasse hier ist, wenn man von oben drauf guckt, das sieht aus, als wenn die Stadt einfach genau so noch steht, wie sie früher stand, nur ohne Dächer. Ja. Das ist echt heftig. Auch wenn man hier, also wir stehen glaube ich jetzt gerade oben auf dem Haus. Wir können einfach hier oben reingucken. Dass einfach so eine Stadt so hoch auf den Bergen gebaut ist und dass die Gebäude irgendwie noch so intakt alle sind. Und ich glaube hier vorne sieht man ja hier diese ganzen einzelnen Terrassen. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, haben die ganzen Terrassen genutzt, um dort verschiedene Sachen anzubauen. Ich weiß nicht, ob sie es hier gemacht haben, aber auf jeden Fall in anderen Ruinen oder in anderen Städten. Da haben die Terrassen genutzt, um auf verschiedenen Ebenen zu testen, auf welcher Höhe und unter welchen Gegebenheiten die Pflanzen am besten wachsen und wo die beste Ernte erzielen. Also die hatten schon einiges im Köpfchen. Ist hier alles Felder waren? Hä? Ob das hier alles Felder waren, die alles angebaut worden ist? Ich glaube, Fußballfelder waren das nicht. Ich habe nie gehört vom FC Inca. Ja, ich glaube, der Zug ist jetzt angekommen. Kommt eine ganze Karawane Menschen gerade hier rein. Jetzt geht's los. Ja. Schnell noch alle Fotos machen. Aber es ist cool gerade, wir haben echt ein bisschen Zeit für uns hier drin. Das macht gerade echt Spaß hier. Ja, aber lass jetzt beeilen, cool. Bevor sich das ändert. Wir haben noch ein paar coole Fotos mit Lamas. Die sind so cool, die Tiere. Man hat sogar einen Stempel in den Reisepass bekommen, Hammer. Dass man den Machu Picchu besucht hat. Ich wusste gar nicht, dass man das darf, einfach irgendwelche Stempel da rein. Vermutlich darf man es nicht, aber wir haben ihn. Ach doch, ja. Darf man es. Ich fand, der stand da sehr offiziell aus. War auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, da hingegangen zu sein. Vielleicht, weil Nebensaison war, aber so krass überlaufen fand ich es jetzt nicht. Also es gab Gruppen und wenn man sich von den Gruppen ferngehalten hat und ein bisschen in die Ecken gegangen ist, wo es leerer war, war es überhaupt nicht schlimm, oder? Das war echt cool. Oft hat man einfach Zeit für sich gehabt an den Orten, konnte sich hinsetzen, entspannt. Ja. Nur als Tipp, vor 8 Uhr hier sein, definitiv. Also dass man die Zeit vor 8 Uhr gut nutzt. Und jetzt müssen wir uns beeilen, wir gehen den ganzen Weg wieder runter und ich muss voll auf Klo. Ja. Übrigens ist es gerade mal 11 Uhr morgens. Frisch geduscht und ja, jetzt gleich gehen wir noch ein bisschen in die Stadt. Das hier ist übrigens unser Zimmer. Pass auf. Ein Bett, zwei Betten, drei Betten. Gebucht haben wir ein Zwei-Bett-Zimmer, aber irgendwie ist das hier so in Peru. In 50% der Fällen, wenn wir ein Zimmer buchen, kriegen wir nie das, was wir haben wollen und irgendwie ist es immer ein Drei-Bett-Zimmer dann. Aber wir zahlen immer für ein Zwei-Bett-Zimmer. Wir beklagen uns nicht, ne? So, jetzt sind wir raus aus dem Hostel. Wir gehen jetzt einfach mal die Straße entlang. Also eigentlich ist die Stadt nur für Touristen da, weil es eben der Ausgangspunkt zu Machu Picchu ist. Also jetzt nichts kulturell Peruanisches erwarten. Eigentlich besteht die Stadt aus Handcraft Market und Pizzerien. Da ist schon der erste. Ja,
Beschreibung alle Infos zu dem Weg, wie wir ihn genommen haben. Alles aufschreiben einmal. Sollten wir irgendwas vergessen haben oder habt ihr noch irgendwelche anderen Fragen dazu, was wir vergessen haben zu erwähnen oder so, dann stellt die ruhig und... Einfach in die Kommentare. Genau. Boah, jetzt holen wir uns einen Kaffee, oder? Guck mal. Ja. Und Sonnenbrand haben wir uns auch noch eingefangen. 3 Uhr aufstehen ist nicht unser Ding. Boah, ich bin richtig fertig. Aber hat sich gelohnt.